reicht's für heute. Ein langer Tag. Auf Sing soll uns gleich heißes Wasser machen. Ich werde mich eine Stunde in die Wanne legen, bis der ganze Dreck aufgeweicht ist. Was denn? Du willst doch wohl nicht etwa baden, Horst? Für dich ist Baden wohl ein Fremdwort, was? Ich habe übrigens eine neue Methode. Wofür? Naja, um endlich mal dünner zu werden. Wie machst du das? Ich bade einmal im Monat. Dabei habe ich schon 8 Pfund abgenommen. Ich wüsste noch eine bessere Methode für dich. Und die wäre? Gewöhn dir das Essen ab. Danke für den Rat, Onkel Doktor. Spielt Henk wieder verrückt? Wer denn sonst? Komm ich schon. Aus dem Weg! Weg da! Henk, lass mich los! Soll denn das Henk, hör auf! Lass mich los! Komm raus! Was soll denn das? Sie haben dir doch gar nichts getan. Beruhige dich! Henk, was ist denn jetzt schon? Lass mich zufrieden! Nun sag schon, was ist denn wieder? Ich bin unglücklich. Er ist unglücklich. Einmal bist du krank, dann bist du unglücklich. Die macht wohl Spaß, hä? Hier alles zusammenzuschlagen. Ihr kennt mich doch. Wenn ich unglücklich bin, muss ich was auseinandernehmen. Ja, da haben wir uns langsam dran gewöhnt. Nun erzähl uns mal, warum du schon wieder unglücklich bist. Sprich dich nur aus, mein Kleiner. Vielleicht können die Onkels dir helfen. Ich bin verliebt. Und das ist alles? Ich möchte das Mädchen heiraten. Ich kenne mich da nicht so aus, aber schlagen alle Männer um sich, wenn sie heiraten wollen? Die meisten sind erst nach der Trauung unglücklich. Aber wenn du unbedingt willst, bitte. Du kannst auch als Pantoffelheld bei uns weiterarbeiten. Aber ja, dann brauchst du wohl ein Doppelzimmer, was? Dann ist endlich wieder Ruhe im Laden. So eine Frau sorgt für ordentlich. Aber soweit ist es doch noch gar nicht. Ach, du hast dir noch keinen Antrag gemacht. Doch, das habe ich schon, aber... Verstehe. Werde ich abblitzen lassen. Ja. Tja, typisch. Soll doch froh sein, dass sie so einen anständigen Mann bekommt. Wie heißt denn das Mädchen? Kennen wir sie? Es ist eigentlich gar kein Mädchen, Hoss. Hä? Du meinst doch hoffentlich nicht dein Pferd. Ich finde, das geht ein bisschen zu weit. Unsinn, es ist Abigail Jones. Abigail Jones? Oh. Abigail Jones. Ich weiß, was du sagen willst, aber Henk ist schwer in sie verliebt. Ach, das noch. Wieder einer weniger. Und wir haben jetzt schon nicht genug Männer, Moment, um das Vieh so lassen. Von der Rosa weiterarbeiten. Ach so. Und dann soll er heiraten, wen er will. Aber Pa, die Sache ist nicht so klar. Das geht uns nicht an. Probleme? Eine furchtbare Geschichte, Adam. Stell dir vor, Henk ist verliebt. Weiter nichts, das gibt sich wieder. Was mit dem Essen? Aber er will die Frau heiraten. Sowas soll in den besten Familien vorkommen. Lass ihn doch. Lassen wir ja auch, aber die Sache scheint nicht so leicht zu klappen. Ach, so ist das. Das Mädchen will ihn nicht. Naja, nicht so direkt. Sie ist sehr wählerisch. Sie will so einen romantischen Liebhaber, so einen butterweichen Typ. Du hast recht, Horst. Und Henk ist nun mal ein harter Junge. Süßholzraspeln liegt ihm nicht. Sie will bestimmt eine Art Romeo mit Handkuss und Liebesliedern und zum Zeug. Adam? Du bist doch so ein halber Romeo. Kannst du Henk nicht ein bisschen Unterricht geben? Ich will mit eurer Koppelei nichts zu tun haben. Du darfst das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Henk ist wirklich unglücklich. Und dann nimmt er immer die Ranch auseinander. Stimmt. Wer ist denn überhaupt das Mädchen? Mädchen? Naja, sie ist eigentlich schon etwas älter. Etwas ist gut. Ja, sie ist schon eher eine... Also, um es rundheraus zu sagen, es ist Abigail Jones. Ist das ein Witz? Adam, zugegeben, Abigail ist nicht gerade die Krone der Schöpfung. Aber Henk meint, sie hat innere Werte. Sie ist gebildet und sie erschreckt ihn nicht so wie die Mädchen aus dem Saloon. Und das gefällt ihm. Ja, als Lehrerin muss sie wohl andere Werte haben. Tja, davon kann ich auch noch ein Lied singen. Sie hat uns in der Schule dauernd rührende Geschichten erzählt. Romeo und Julia, Herr und Leander, Cäsar und Cleopatra, Sir Walter Raleigh. Das ist es, Hoss. Was? Komm, wir müssen mit Henk reden. Weißt du, was die beiden vorhaben? Ich fürchte, ja. Aber hoffentlich irre ich mich. Aber warum muss ich denn unbedingt meine beste Jacke dazu nehmen? Meine Arbeitsjacke reicht doch auch, Die ist sowieso hin. Er hat's immer noch nicht kapiert, Joe. Komm, Henk, setz dich hin. Ich fang noch mal von vorn an. Nun, setz dich schon.
Also nochmal. Sir Walter Raleigh war einst ein vornehmer englischer Edelmann, klar? Klar. Es war einmal in London. Die Straßen standen voller Pfützen an diesem Tag. Klar? Klar. Da kam eine schöne Dame des Wegs. Sir Walter Raleigh nahm seine Jacke ab, seine beste Jacke, und legte sie auf die Straße mitten in eine Pfütze hinein, damit die Schöne drüber schreiten konnte. Hast du das mitgekriegt? Die Schöne ist nicht über einen Arbeitskittel geschritten. Damit kommst du bei Abigail nicht an. Du musst das wie Sir Walter Raleigh machen. Du musst schon Opfer bringen, wenn man heiraten will. Für diesen Raleigh war das kein Problem. Der hatte sicher ein paar Dutzend Jacken im Schrank. Aber ich habe nur eine. Richtig. Aber vergiss nicht, du hast auch nur eine Abigail. Also sollen wir dir nun helfen oder nicht? Natürlich, aber wo wollt ihr denn überhaupt eine anständige Pfütze herkriegen? Es hat seit ein paar Monaten nicht mehr geregnet. Mach dir darüber keine Gedanken. Die Pfütze besorgen wir schon. Du brauchst nichts zu tun, als morgen frisch, fromm und früh zur Kirche zu gehen. Vor allem früh. Wie früh? Du musst noch vor Abigail da sein. Die kommt immer als Erste. Sie will ihren Schülern unbedingt ein Vorbild sein. Hoffentlich stehen nicht noch andere Leute vor der Kirche rum, wenn ich diesen Quatsch mit der Jacke mache. So früh wie Abigail geht keiner hin. Na schön. Wenn ihr meint, dann werde ich es eben mal so versuchen. Gut. Hank, bist du auch ganz sicher, dass du heiraten willst? Und ausgerechnet Abigail? Sicher bin ich sicher. 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 Lass dir Zeit, Ma, ich gehe schon vor. Ich muss noch mit dem Kirchenchor proben. Warte, Abigail, lass dich noch mal ansehen. Süß siehst du aus, meine Kleine. Wie ein Frühlingsblumenstrauß. Es heißt ein Strauß, Ma, nicht ein Strauß. Hm, oder ein, ist doch egal. Hauptsache, du angelst dir mit diesen Blumenstraußen Bräutigam. Du denkst von morgens bis abends an nichts anderes, als mich zu verkuppeln, Ma. Drei Freier hast du schon weggeschickt. Wenn wieder einer kommt, musst du zugreifen. Ma, wie oft soll ich dir noch sagen? Ich kann diese unromantischen, dummen Cowboys nicht ausstehen. Sowas darf man nicht heiraten. Beeil dich, ich geh schon vor. Abigail, du musst nicht so wählerisch sein, sonst bekommst du überhaupt keinen Mann mehr. Na, dann wollen wir mal. Oh, guten Morgen, Miss Jones. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ach, Little Joe, du bist aber ein ganzes Stück gewachsen. Man tut, was man kann. Darf ich Sie mitnehmen? Ach, danke, nicht nötig. Ich will in die Kirche. Den Weg schaffe ich schon noch zu Fuß. Kommt nicht in Frage. In so einem schönen Kleid geht man nicht zu Fuß. Bitte steigen Sie ein, Miss Jones. Wenn du meinst. Ach, ja. Also ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet bei dir etwas von meiner Erziehung hängen bleiben würde. Du bist ja ein Kavalier geworden. Das haben die mir beigebracht. Siehst du? Das wird doch eine prächtige Pfütze. Jetzt machen wir bloß noch ein paar Eimer Wasser. Das mache ich. Denken Sie an Ihren Ausgehanzug, Sir Walter Raleigh. Füll die beiden Eimer noch mal nach. So eine Pfütze kann gar nicht nass genug sein. Soll ich hier schon aussteigen? Nein, ich will nur die Zügel nachziehen, damit uns der Braune nicht durchgeht. Er ist sonntags morgens immer ein bisschen unruhig. Na, was sagst du zu der Pfütze? Ist das nicht ein Gedicht? Ja. Es ist alles in Ordnung. Wir können weiter, Miss Jones. Es klappt wie am Schnürchen. So. Ich bin direkt gerührt, dass du dich so bemühst, Joseph. Ich habe noch von der Schulzeit was gut zu machen. Sie kommen, Henke, nimm deine Jacke. Weißt du auch genau, was du sagen musst? Weiß ich. Und auch, was du machen musst? Auch das. Geh in die Kirche. Oh. Morgen, Miss Abigail. Ja, guten Morgen, Hoss. Morgen, Joe. Hallo, Miss Jones. Wollen Sie bitte aussteigen? Hoss hilft Ihnen dabei. Vielen Dank fürs Mitnehmen, Joseph. War mir ein Vergnügen. Würdest du bitte noch ein bisschen vorfahren? Hier ist eine große Pfütze. Ich helfe Ihnen, Männer. Na nur, Hank Myers, was machen Sie denn so früh in der Kirche? Ja, wissen Sie, ich wollte eigentlich nicht, aber... Ich möchte nicht, dass Ihre reizenden Füßchen durch diese schlammige Pfütze schreiten. Oh, Hank. Oh, wie romantisch.
Oh, Sie sind ja ein zweiter Sir Walter Raleigh. Oh, mein schönes neues Kleid. Hank Myers, das habe ich nun für Ihre idiotischen Höflichkeiten. Verschwinden Sie! Ich will Sie nie wiedersehen. Oh. Oh. Ein schönes neues Kleid. Alles hin. Ich bin's ehrlich, Jungs. Ihr habt sicherlich gut gemeint. Aber dass das mit der Pfütze ein Reinfall wird, das habe ich geahnt. Sehr witzig. Gib mir noch einen. Joe und Hoss Cartwright, Heiratsvermittlung mit beschränkter Haftung. Moderne Anbahnungsmethoden durch Sitzbäder. Finde ich sehr komisch. Adam ist immer so komisch. Tut mir leid, Jungs, wenn ich lache. Aber dass euch das mit Abigail Jones passieren muss, ich sehe sie direkt in der Pfütze. Ihr habt euch doch hoffentlich bei ihr entschuldigt. Wir haben es versucht, aber... Sie hat uns überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Kann ich verstehen. Was war denn das? Nichts weiter. Hank Myers nimmt mal wieder die Unterkünfte auseinander. Das macht er jetzt öfter. Was? Warum lachst du nicht weiter? Über sowas kann ich nicht mehr lachen. Du merkst aber auch alles. Hoss. Ach, lass ihn doch ein bisschen, Pa. Er ist so unglücklich. Irgendwie muss er sich doch austoben. Auf unsere Kosten? Ich weiß nicht, wie wir ihn beruhigen sollen. Aber ich, wir schmeißen ihn raus, dann wird er sich schon beruhigen. Pa, das kannst du doch nicht machen. Er hat so viele Jahre für uns gearbeitet. Aber wenn er uns die Ranch zusammenschlägt, bleibt uns nichts anderes übrig. Man muss ihn anders beruhigen. Wir beide haben es versucht. Vielleicht lassen sich jetzt die älteren Jahrgänge mal was einfallen. Ja. Ja. Mit den älteren Jahrgängen meint ihr doch sicher mich und Adam. Ja, ihr beide kommt bei dieser Dame auch viel besser an. Ich hatte schon in der Schule manchmal Schwierigkeiten mit ihr. Sagtest du manchmal? Also schön, ich habe immer Schwierigkeiten mit Miss Jones gehabt. Aber dann brauchte nur Pa zu kommen und mit ihr zu reden und schon war sie hin. Und wenn Pa nicht konnte, kam der große Bruder mit. Er brauchte Abigail nur tief in die Augen zu sehen und schon hatte sie den bösen Joseph vergessen. Stimmt. Abigail Jones hatte doch schon immer eine Schwäche für dich. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wollt ihr, dass ich Abigail heirate? Darüber würde sich Hank bestimmt so freuen, dass er mich über den Haufen knallt. Nicht gleich heiraten, du musst ihr nur einen Antrag machen. Was? Ihr für Hank einen Antrag machen. Wenn sie was von Heirat hört, sagt sie sofort ja. Ja, und in Anträgen bist du der Größte, Adam. Das konntest du immer schon sehr gut. Ja, stimmt. Wie stellt ihr euch das vor? Wenn ich den Namen Hank Myers erwähne, nachdem was passiert ist, die haut mir glatt eine Schiefertafel über den Schädel. Du brauchst seinen Namen ja nicht gleich zu nennen, Adam. Erst zum Schluss, so ganz nebenbei. Ja, sie darf gar nicht richtig merken, um wen es geht. Und erst, wenn du deine romantische Litanei runtergebetet hast und sie sich schon im Brautkleid sieht, dann gibst du ihr den Fangschuss, mein Junge. Ja, du sagst schlicht und einfach, Miss Abigail, meine Worte sind Hanks Worte und meine Taten sind Hanks Taten. Heiraten Sie Hank Myers. Er hat sogar seine Sonntagsjacke für Sie geopfert, Miss Abigail. Du bist ja ein Dichter. Ja. Vielen Dank für die Ratschläge. Trotzdem benutze ich lieber meine eigenen Worte bei solchen Sachen. Du übernimmst also die Sachen. Davon habe ich nichts gesagt. Pa, ich kann doch diesen Unsinn unmöglich mitmachen. Ich weiß nicht, mein Junge. Irgendwas müssen wir hier unternehmen, glaube ich. Einer muss sich opfern. Ich meine, es liegt ja in unserem eigenen Interesse. Du musst was unternehmen, Adam. Möglichst bevor die ganze Ponderosa zusammengehauen hat. Und sowas verlangt mein eigener Vater. Adam, ich würde nie etwas verlangen. Du musst dich natürlich nicht opfern. Du musst nicht. Ma? Wo bist du, Ma? Hier. Was ist denn, Abigail? Ma, weißt du schon das Neueste? Nein, Pa. Du rätst es doch nicht. Und wenn du dich noch so anstrengst? Dann gehe ich lieber gleich wieder in die Küche. Nein, warte doch, Ma. Einer von meinen Schülern hat mir heute einen Brief übergeben. Rat mal, von wem? Du hast doch gesagt, ich werde es nicht raten. Adam Cartwright. Adam Cartwright? Hm. Er will mich heute Abend besuchen. Er will hierher kommen. Adam Cartwright bittet Miss Abigail Jones, sie heute Abend um 8 Uhr besuchen Adam zu dürfen. Adam Cartwright? Das hätte ich nie gedacht. Oh, Adam Cartwright, da hast du dich am tollen Fisch geangelt. Aber Ma, was sagst du da? Adam ist der begehrteste Junggeselle in der ganzen Umgebung. Er ist nicht dumm, sieht sehr gut aus und er erbt mal die Ponderosa. Aber er hat doch nur geschrieben, dass er mich besuchen will. Natürlich. Aber warum will ein junger Mann ein Mädchen wie dich abends um 8 besuchen? Bestimmt nicht, um bei dir Nachhilfeunterricht im Rechnen und Schreiben zu nehmen. Gewöhn dir endlich ab, mich dauernd verheiraten zu wollen. Einmal muss es schließlich klappen. Du bist nicht mehr die Jüngste. Aber jetzt gehst du rauf und schläfst dich aus. Du musst heute Abend schön aussehen. Abigail, diesen Gold dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Na, du hast deine Ausdrucksweise. Wir werden ihn schon einfangen. Ich muss noch Kekse backen und rosa Limonade besorgen. Davon kriegt er die richtige Stimmung.
Ach ja, und dann muss ich die Verandatür ölen, die quietscht neuerdings. Da du gerade davon sprichst, ich hätte noch eine Bitte an dich. Wenn Adam und ich zufällig auf der Veranda sitzen sollten... Nicht zufällig, sondern bestimmt da sitzen. Also, wenn wir bestimmt auf der Veranda sitzen sollten, würdest du dann so freundlich sein und nicht an der Türspalte lauschen? Das macht mich nervös. Tu mir den Gefallen, Ma. Was sagst du? Du behauptest, dass ich an der Türspalte lausche? Und sowas sagt ein Mädchen seiner eigenen Mutter mitten ins Gesicht. Entschuldige, aber es ist nun mal so. Und wenn schon. Außerdem gucke ich immer das Schlüsselloch. Noch ein Glas Limonade? Nein, danke. Keine rosa Limonade mehr. Ich habe schon 3 Gläser getrunken. Aha. Vielleicht möchten Sie noch einen Keks essen. Auch nicht. Ich habe so viel von diesen wunderschönen, süßen Keksen gegessen. Komm mir vor wie eine Weihnachtsgans. Sie haben so einen urwüchsigen Humor, Adam. Finden Sie? Ja. Miss Abigail, ich bin nicht nur gekommen, um Ihre wunderschöne Limonade zu trinken. Ich habe auch einen persönlichen Grund. Oh. Und ja, ich wollte nur nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Mit der Tür? Ich muss Ihnen was sagen, was ganz Privates, was nur Sie angeht. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Es gibt ja einen jungen Mann, der Sie bewundert, ja, der Sie sogar liebt. Er traut sich nur nicht, es Ihnen zu sagen. Er ist ein bisschen schüchtern. Oh, Adam. Es gibt eben Leute, die schwer haben, sich richtig auszudrücken, die nie sagen können, wie ihnen zumute ist. Die, wenn nun so ein Unglücklicher eine Frau von Herzen liebt, dann kann er sich seiner Angebeteten nicht offenbaren. Können Sie so einen Mann verstehen? Aber natürlich, Adam, ich verstehe Sie sehr gut. Wirklich? Ja, wirklich. Wie schön, dass Sie ihn verstehen, denn dieser Mann ist im Herzen einsam. Nur wenn er nachts Wache hält in der weiten Prärie, allein mit sich und den Tieren. Dann schaut er auf zum Sternenhimmel und sieht vor sich ein Gesicht. Das Gesicht der Frau, die in seinem Herzen wohnt. Und er spricht 1000-mal die Worte vor sich hin, die er ihr sagen möchte. Wunderschöne Worte, Worte voll Poesie und Romantik. Weiter? Die Schakale heulen und die Gefahren der Prärie lauern. Aber das geliebte Gesicht glüht vor ihm, heller als der hellste Stern und weist ihm den Weg durch das Dunkel. Er will zur Liebsten eilen, um ihr zu sagen, wie unendlich er sie verehrt. Aber wenn er sie dann wirklich sieht, ist alles anders. Dann fehlen ihm die einfachsten Worte. Oh, Adam. Ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt. Sie wissen sicher, wer dieser Mann ist. Aha. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber Abigail, das kann doch nur einer sein. Der einsame Mann in der Prärie ist Hank Myers. Hank Myers? Hank Myers? Was machst du denn da oben, Ma? Ich, nichts, gar nichts. Ich habe nur ein bisschen die Betten gelüftet. Heute Morgen hatte ich dazu keine Zeit, weißt du. Ach, sag mal, ist Hank Myers da? Ich habe zufällig seinen Namen gehört. Er ist nicht hier. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Aber irgendjemand hat doch eben von Hank Myers gesprochen. Du hast richtig gelauscht, Ma. Habe ich nicht. Ja, dann gehe ich wohl am besten ins Bett. Gute Nacht. Sie ist tatsächlich gegangen. Sie haben vorhin so wunderschön von der Prärie erzählt und dem einsamen Mann unter den Sternen. Das war so echt, so aus dem Leben gegriffen, mein Freund. Sie sind wirklich ein romantischer Erzähler. Danke, Abigail. Und Sie fühlen auch, was Sie sagen. Denn solche Gedanken kann man nicht erfinden. Die muss man durchleben, um sie in so wunderschöne Worte kleiden zu können. Ihre Gefühle sind echt. Gestehen Sie es ein. Ja, natürlich. Aber die von Hank Myers sind auch echt. Adam, nehmen Sie bitte keine Rücksicht auf Hank. Sie sind meinem Herzen viel näher, auch wenn Sie nur für ihn sprechen. Ich verstehe Ihre Sprache viel besser, als Sie denken. Das freut mich. Hank Myers ist zuverlässig und ehrlich. Sie haben einen guten Mann gewählt. Er arbeitet schon 5 Jahre auf der Ponderosa. Jetzt hören Sie aber endlich auf, von Hank Myers zu reden. Erzählen Sie von sich selbst, das höre ich viel lieber. Adam. Wie machen Sie das? Ach, Adam, Sie sind ein großer Junge, genauso schüchtern und verklemmt wie damals, als Sie mich immer wegen Little Joe in der Schule aufsuchten. Aber jetzt brauchen Sie nicht mehr schüchtern zu sein. Und Sie müssen sich auch nicht aus Rücksicht auf Hank zurückhalten. Der Stärkere siegt. In der Liebe ist es wie im Krieg. Und wenn 2 Herzen sich wirklich verstehen, dann muss man sie zueinander reden lassen. Unsere Herzen verstehen sich, Adam. Ja, wenn Sie meinen. Ich will lieber gehen. Adam,
Ein Mann braucht sich nicht zu schämen, wenn ihn die Liebe gefangen hält. Ich muss aber trotzdem nach Hause. Es könnte mir Gewitter geben. Ja, geh nur, Liebster. Du denkst jetzt an Hank. Du wirst sein Vertrauen nicht missbrauchen. Aber ich liebe dich deswegen umso inniger. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Willst du schon gehen? Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, Liebster. Trotzdem, gute Nacht. So süß ist Trennungswehe. Ich rief wohl gute Nacht, bis ich den Morgen sehe. Abigail? Ja, Ma? Ist Adam schon weg? Ja, Ma. Was hat er denn die ganze Zeit von Hank Myers erzählt? Ach, lass mich doch zufrieden. Abigail, wie redest du denn? Na, Adam hat sie angebissen? Komm, setz dich. Du brauchst sicher ein kräftiges Frühstück. Das Essen ist gut. Grütze mit Sirup. Hopsing hat sich selbst übertroffen. Ihr seid wirklich ein paar feine Brüder. Was meinst du damit? Du weißt genau, was ich damit meine, Joe. Ich verstehe. Deine Gedichte haben nichts genützt. Sie hat trotzdem Nein gesagt. Sie hat Ja gesagt. Sie will unbedingt heiraten. Aber nicht Hank Myers, sondern mich. Was will sie? Und das habe ich nur meinen lieben Brüdern zu verdanken. Ihr habt mir diese Suppe eingebrockt. Ach nein, das wird ja immer schön. Auf einmal sollen wir die Schuld haben. Gib die Schuld lieber den hübschen Mädchen, Adam. Natürlich. Die immer wieder auf dein albernes Grinsen reinfallen, Brüderlein. Hört auf. Ich weiß. Ich bin ein Opfer meiner Schönheit. Aber ich schwöre euch, ich werde nie wieder einen Rat von euch annehmen. Morgen, Jungs. Morgen, gut geschlafen? Ja, danke. Was hat er denn? Neues Problem, mit dem er nicht fertig wird. Was für ein Problem, denn? Kann ich dir helfen? Nein. Er hat zufällig entdeckt, dass er unwiderstehlich auf Frauen wirkt. Wirklich? Er ist so unwiderstehlich, dass sogar Abigail Jones mit Gewalt heiraten will. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Das ist bitterer Ernst. Das tut mir leid für dich. Du kennst doch das Sprichwort, zwei Dingen kann man nicht entfliehen, dem Tod und der Steuer. Aber es gibt noch ein drittes Übel, dem man noch viel weniger entfliehen kann. Einer Frau. Einer Frau, die beschlossen hat, einen Mann fürs Leben an Land zu ziehen. Dein weiser Vater spricht aus jahrzehntelanger, leidgeprüfter Erfahrung. Pa, es wird höchste Zeit, dass ich diese Erfahrungen auch mache, aber in San Francisco. Aber mein Junge, du willst doch nicht vor einer Frau kneifen, das wäre ganz falsch. Im Gegenteil, du musst dem Feind ins Auge schauen. Tam-tam! Wo ist der Kerl? Oh, Hank! Da sitzt der Hund. Er hat mir meine Frau weggenommen. Hank, ganz ruhig, ganz ruhig. Hank, ruhig, ruhig, ruhig. Komm, ich erst zuhören, Hank. Er hat gerade Schuld, Hank. Glaub mir doch, Hank. Was soll ich dir glauben? Schöne Hilfe. Cole ist eben von Virginia City rübergekommen. Die ganze Stadt zerreißt sich das Maul. Adam will Abigail heiraten. Aber das ist doch Blödsinn. Adam will Abigail niemals heiraten. Das kann ich dir schriftlich geben. Ich schwör's dir. Lieber hänge ich mich auf. Aha, so ist das also. Sie ist nicht gut genug für dich, du. Du hast mich falsch verstanden. Das habe ich doch gar nicht gesagt, Hank. Aber das hast du gedacht. Erst machst du ihr einen Antrag und dann willst du plötzlich nicht mehr. Du Feigling. Hank. Lass mich los. Ich tue ihm ja nichts. Ich bin wieder ganz ruhig. Hoffentlich. Ich warne dich, mein Junge. Ich habe mich eben getäuscht, Adam Cartwright. Ich habe gedacht, du bist ein anständiger Kerl. Die ganze Zeit auf der Ponderosa habe ich das gedacht. Aber merk dir eins. Wenn du meine Abigail unglücklich machst, kriegst du es mit mir zu tun. Du musst sie heiraten. Sonst schlage ich dich zusammen. Oh, entschuldige, Hank. Du. Jungs, hör zu, ich hab eine Idee. Schon wieder? Verzagen, Joseph fragen.
Adam, ich weiß, wie du um diese Heirat rumkommen kannst. Und du gehst einfach zu Abigail und sagst, liebe Miss Abby... Gail. Mein lieber Bruder, ich wäre dir dankbar, wenn du mich mit deinen idiotischen Ratschlägen verschonen würdest. Wenn ich auf eure Pläne nicht eingegangen wäre, hätte ich jetzt nicht diese entzückende Jungfrau am Hals. Wir wollen dir nur helfen und du beschimpfst uns. Undankbar. Wenn ihr beide unbedingt helfen wollt, dann passt gefälligst auf Hank Myers auf. Wenn der so weiter tobt, dann macht er aus unserer Ponderosa noch einen Haufen Brennholz. Du hast recht. Wir müssen uns langsam mal einmischen. Wenn er unglücklich ist, schlägt er alles zusammen. Und diesmal ist er besonders unglücklich. Es bricht mir das Herz. Bis nachher. Oh, ist alles halb so schlimm. Hier draußen ist es doch ganz friedlich, hm? Ob Hank sich wirklich beruhigt hat? Drüben bei den anderen scheint er nicht zu sein. Nein. Hoffentlich hat er keine Dummheiten gemacht. Bei dem ist alles drin. Was für Dummheiten? Naja, dass er sich aus unglücklicher Liebe was antut. Das glaubst du doch selbst nicht. Das macht er nie. Der will doch sehen, was er denn mit der armen Abigail vorhat. Wenn hier einer so einen Blödsinn macht, dann ist es unser großer Bruder. Hörst du das? Ja, da stöhnt einer. Es kommt aus dem Stall, hört sich an, als wäre eine Kuh kalt. Komm. I spied a poor cowboy wrapped up in white linen, wrapped up in white linen, as cold as the clay. Oh, beat the drum slowly and play the fife lowly. Play the dead march as you carry me along. Take me to the green valley, there lay the sod on me. Was? Ich hab eine Idee. So? Abigail schwärmt doch so für Romantik. Hank muss ihr unterm Balkon ein Ständchen bringen. Joe, das läuft nicht. Hör dir doch den Mann an. Der singt schrecklich durch die Nase. Da muss man ihr eben sagen, dass der arme Kerl einen Schnupfen hat. Oder noch besser, wir gebühren ihm ab, durch die Nase zu singen. Ob wir das schaffen? Aber sicher. Das kann jeder lernen. Morgen fangen wir gleich mit dem Unterricht an. Ja. Oh. Wir dürfen nur nicht die Geduld verlieren. Das wird bestimmt nicht leicht sein. Na, nein. Oh. So geht das nicht. Hank, pass mal auf. Du singst immer noch durch die Nase. Das klingt wie ein verstimmter Teekessel. Ich kann wirklich nicht anders singen. Doch, du musst nur üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vor allem musst du lauter singen. Die Frauen mögen nicht so ein klägliches Piepsen. Du musst singen wie ein Bulle, der seine Herde... Nein, Hoss, ich kann ja nicht mal laut sprechen. Wie soll ich da laut singen? Das ist ein ganz einfacher Trick. Du musst dich richtig in die Brust werfen, ganz tief Luft holen, bis du nicht mehr kannst. Und dann musst du losschreien. Entschuldige, ich dachte, die Apachen kommen. Sollte Hank nicht für Abigail eine Serenade singen? Klang eher wie Kriegsgeschrei. Moment, Joe. Zuerst musst du doch mal lernen, laut zu singen, oder meinst du nicht? Du wirst sie mit deinem Geröhre natürlich sofort erobern. Ja, sicher. Aber für Hank habe ich was Besseres gefunden. Hier, das ist von Shakespeare. Damit triffst du bei Abigail den Nagel auf den Kopf. Ein romantisches Liebeslied. Was sollen wir damit? Kannst du Noten lesen? Ich nicht, er noch weniger. Verflucht, ihr könnt aber auch gar nichts. Aber ich weiß, wer es kann. Wir haben doch einen in der Familie, der singen gelernt hat. Soll der sich doch mit Hank abquälen? Adam. Adam. Adam?
Mit dem will ich nichts zu tun haben. Fängst du schon wieder an? Du hast das neulich falsch verstanden. Er hat sich für dich geopfert. Für mich? Ja, er hat für dich den Brautwerber gespielt. Wer konnte schon ahnen, dass Abigail ihn ernst nimmt und ihn heiraten will? Und alles nur, weil er dir helfen wollte. Du hast doch keine Ahnung, wie man so einen Heiratsantrag macht. Wenn du dich entschuldigst... Entschuldige, sagst, bei den Frauenjäger? Willst du Abigail Johnson heiraten oder nicht? Natürlich, das weißt du doch. Würde ich mich sonst mit der albernen Singerei abgeben? Also bitte, dann reiß dich jetzt zusammen und entschuldige dich bei ihm. Er bringt dir dafür das Singen bei. Er singt nämlich genauso, wie er aussieht. Schön und butterweich. Ja, herrlich. Hank, frag ihn und er sagt bestimmt nicht nein. Nein, nein. Und wenn wir noch so lange üben, du lernst es nie. Wie oft soll ich's dir noch sagen? Du wirst nie vernünftig singen lernen, wenn du die Töne immer nur durch die Nase quetscht. Du musst mit dem Zwerchfell atmen, tief Luft holen und dann... Nein, Hank, so nicht. Nicht durch die Nase, hier vorn durch den Mund. Du musst ganz vorn singen. Also, wenn du nichts kannst, großer Bruder, singen kannst du. Ja, du solltest zur Oper gehen oder sogar zur Operette. Danke für die Blumen, aber das dürfte wohl im Moment nicht das Problem sein. Ach ja, stimmt. Jetzt hör mal genau zu, Hank. Ja. Early one morning, just as the sun was rising, I heard a maiden singing in the valley below. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Jetzt bist du dran. Early one morning, just as the sun was rising, I heard a young maiden in the valley below. Oh, never leave me, oh, don't deceive me. Hängt die Nase, immer durch die Nase. Es hat keinen Zweck, das lerne ich nie. Ich kann eben nicht anders singen. Early one morning, just as the sun was rising, I heard a young maiden in the valley below. Na, endlich! Ja, jetzt hat er's. Los, Hank, gleich nochmal. Was nochmal? Du sollst nochmal so singen wie eben, das war richtig. Ja, los, Hank, sing nochmal so. Was hab ich denn gemacht? Du hast genau wie Adam gesungen, überhaupt nicht durch die Nase. Ja, du hast es fast so gut wie ich gekonnt, nur mit Zwerchfelltechnik. Nochmal, ich spiel dazu. Aber ich hab doch nicht anders gesungen als sonst. Nun komm schon, Hank. Reiß dich zusammen, Junge, und sing. Versuch's wenigstens. One morning, just as the sun was rising, I heard a young maiden in the valley below. Damit ist also wieder eine von euren herrlichen Ideen im Eimer. Habt ihr noch was auf Lager? Ich kann schließlich nicht auch noch für ihn singen. Warum nicht? Warum nicht? Was? Warum kannst du eigentlich nicht für ihn singen? Weil mir ein Abend mit Abigail reicht, noch einen Heiratsantrag überlebe ich nicht. Hast du gewusst, dass der so einen schlechten Charakter hat? Mm-mm. Wieso habe ich einen schlechten Charakter? Kannst du mir sagen, was ich jetzt wieder falsch mache? Das will ich dir sagen, mein Lieber. Erst nimmst du unseren besten Freund Hanks ein Mädchen weg, dann lässt du sie sitzen. Und jetzt, wo du eine letzte Chance hättest, alles wieder gut zu machen, da kneifst du. Ja. 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 Ihre Mutter geht heute Abend zum Damenkränzchen. Ihr könnt Gift draufnehmen, die Sache geht schief. Halt den Mund und sing. Mark, komm nicht wieder so spät nach Hause. Nimm Rücksicht auf mich. Du weißt, ich kann nicht alleine einschlafen. Wenn du nicht allein einschlafen kannst, dann musst du dir eben Ehemann anschaffen. Bis nachher, Abigail. So, jetzt geht sie nach oben. Hank, Vorsicht! Sie darf auf keinen Fall merken, dass Adam für dich singt. Mhm. Sie ist oben, kommt mit. Ja. Leise. Leise. Ja, leise. So. Und bleib du hier, ihr kommt mit rüber. Setz dich da hin, Adam. Los, los rüber, komm. Schön lächeln, Hank. Mhm. Und pass auf,
Du musst die Lippen genauso bewegen, wie Adam singt. Da merkt sie nichts. Es geht los. Early one morning, just as the sun was rising, I heard a maiden singing in the valley below. Oh, don't deceive me, oh, never du musst lächeln. Me. How could you use a poor maiden so? Toll, was? Remember, remember your vows to marry. Remember, remember your promise to be true. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Gay is the garland and fresh are the roses I cull from my garden. Sie schon auf den Balkon. Ja. Es gefällt dir. Ja. Oh, don't deceive me. Oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Thus sang the maiden, her sorrows bewailing. Thus sang the pretty maiden. Lächeln, Henk, du musst deine Zähne zeigen. Los. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could Gut, you lose a poor maiden so? Was willst du denn hier? Bist du verrückt? Versteck dich, sie kann uns doch sehen. Ja. Early one morning, just as the sun was rising, I heard a maiden singing in the valley below. Oh, don't deceive me. Oh, never. Ja, es scheint dir wirklich zu gefallen. How could you use a poor maiden so? Remember, remember. Noch mehr Gefühl, Adam. Es wirkt schon. Your vows to marry. Remember, remember your promise to be true. Oh, don't deceive me. Oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Gay is the garland and fresh are the roses I culled from my garden to find upon thy brow. Oh, don't deceive me. Oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Thus sang the maiden, her sorrows bewailing. Thus sang the pretty maiden in the valley. Deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden? Adam, wie schön. Ich wusste gleich, dass Sie es waren. Nur ein Mann auf der ganzen Welt kann seinem Mädchen mit so viel echtem Gefühl ein Ständchen bringen. Sitz, komm. Henk kriegt wieder seinen Anfall. Wenn du Ärger willst, komm her. Lass mich los. Er muss einen aufs Maul kriegen. Namens Little Joe. Ach so, du bist das, Henk. Ich dachte, das wäre eine Sendung von Adam. Nein, aber ich bin immer noch unglücklich. Hm? Immer noch? Da muss es ja wieder wahr furchtbar aussehen. Gucken wir uns das Schlachtfeld mal an. Ich bin schock, brauche ich unbedingt einen Drink. Oh, mein Gott.
Oh. Was denn? Der wagt noch hier reinzukommen? Los, Herr Schwindel. Moment, hat Henk Meyers hier gearbeitet? Er hat Überstunden gemacht. Bring ihn bloß raus. Reg dich nicht auf, Charlie. Ich bezahle dir den Schaden. Ich brauche dein Geld nicht. Er soll ver... Ah, ja, so schön. Erledigt. Passt doch ein bisschen besser auf ihn auf. Sicher, machen wir. Sei ein lieber Junge und komm in Onkel Hoss ins Hinterzimmer. Wir werden ihn schon beruhigen, keine Angst. Steht nicht so dumm rum, tut was. Wir sind ja bei dir. Nur setz dich schon. Ich bin trotzdem unglücklich. Das verstehen wir ja, aber du kannst doch hier nicht alles kaputt schlagen. Ich will jetzt singen. Auch das noch, ich hol ihm Drink. Charlie, kann ich einen doppelten Whisky haben? Schwester, tu mir einen Gefallen. Und kannst du dich vielleicht mal ein bisschen um Henk Meyers kümmern? Was, um den Halbwilden? Ich möchte nicht unbedingt ins Hospital. Na hör mal, du bist doch sonst nicht so zimperlich. Lieber zähme ich eine Herde Raubtiere als diesen Verrückten. Kannst du mir wenigstens einen Gefallen tun, Charlie? Warn mich bitte, wenn Adam hier auftauchen sollte. Ich soll dich warnen? Ältere Brüder sind manchmal unberechenbar. Ja, ich habe ja von Anfang an gewusst, das klappt ja, nicht. Ja, ist schon gut. Bitte lass mich wenigstens jetzt singen, Hoss. Tu mir einen Gefallen und lass mich endlich mit deiner dummen Singerei in Ruhe. Mary Bell mag es, wenn ich singe. Hör auf, Mary Bell ist ein Pferd und kein Mensch. Pferde mögen vieles, was wir nicht mögen. Heu zum Beispiel. Ich will jetzt endlich singen. Henk, wir haben heute schon 8 Verse gehört, das genügt wirklich. Wenn du mich jetzt nicht singen lässt, nehme ich die Bruchtude ganz auseinander. Ruhig und setz dich schön wieder hin, ja? Hör mal gut zu, wenn dir was auseinandergenommen wird, dann bist du's. Und wenn du dich nicht endlich zusammenreißt, breche ich dir jeden Knochen einzeln. Du bleibst brav sitzen. Ich hol mir was zu trinken. Mach keinen Unsinn. Charlie, ein Drink, aber einen dreifachen. Ja. Wir müssen uns irgendwas wegen Henk einfallen lassen. Das Einzige, was mir noch einfällt, wir sollten uns um unseren eigenen Kram kümmern. Hoss! Joseph! Ist vielleicht zufällig Adam hier? Oh, Sie meinen unseren Bruder Adam? Leider nicht, Miss Abigail. Er ist also nicht hier. Nein, schade. Er ist nicht hier. Ich muss ihn finden. Wir hatten ein Gespräch über die Ehe und er ist ihm plötzlich schlecht geworden. Verstehen Sie das? Wer singt denn da? Die Stimme kenne ich doch. Oh, da singt keiner. Das ist bloß der Nachtwind. Ihr habt mich geschwindelt. Adam ist ja doch hier. Ich kenne doch seine Stimme. Aber das ist nicht doch unser Bruder. Nicht. Ich schwöre es Ihnen. Der ist nicht hier. Lasst mich durch. Das muss ich feststellen. Sie sollten längst zu Hause sein. Eine Dame darf sich nicht in sowas aufhalten. Haben Sie schon einen tollen Trick auf Lager? Gläser machen kann? Einmal, zweimal, viermal, dreimal, dreimal. Remember the vows to your Mary. Remember, remember your promise to be true. Oh, don't deceive me. Oh, never leave me. How could you use a poor lad so? Das ist ja furchtbar. Dann soll er schon lieber das Lokal zerschlagen. Nein, Charlie, nein, Charlie, bitte, bitte, tu ihm nichts. Er singt herrlich, ich bin ganz hin. Thus sang the poor lad, his sorrows bewailing. Thus sang the poor lad in the valley below. Es klingt fantastisch. Es geht mir durch und durch. Ja, mir auch, Miss Jones. Oh, don't deceive me. Oh, never leave me. How could you use a poor lad so? Oh, don't deceive me. Oh, never leave me. How could you use a poor lad so? Henk Meyers, Sie kommen auf der Stelle mit mir nach Hause. Sie müssen singen, immer nur singen. Aus dem Weg, ihr Töchter der Sünde, macht uns Platz. Hebt euch hinweg, Julia hat ihren Romeo gefunden. Ah.
Joe, ich glaube, die fliegen auf den. Was heißt fliegen? So was Wunderbares habe ich noch nie im Leben gehört. Und diesen herrlichen Mann habe ich nie für voll genommen. Total unmusikalisch. Typisch Frau. Ich muss was trinken. Henk, darf man die Braut küssen? Ja, wenn sie nichts dagegen hat, bitte. Halt mal meinen Hut, ja? Moment, Adam. Hm? Das reicht für heute. Oh, Verzeihung. Miss Abigail, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Glückwunsch sagen. Ich habe selten so eine hübsche Braut gesehen. Oh, danke. Henk, ich gratuliere dir zu der Frau. Ich habe gehört, du sollst ein großer Sänger sein. Willst du uns nicht zur Feier des Tages eine Kostprobe geben? Ach, kommt nicht in Frage, Mr. Cartwright. Hank hat mir fest versprechen müssen, dass er ab jetzt nur noch für mich allein singt. Und natürlich für Marybelle. Wie heißt die Dame? Marybelle ist mein Pferd. Aber bitte nur, wenn ich dabei bin. Das ist doch klar, mein Schatz, sonst wirst du noch eifersüchtig. Komm, fahren wir. Adam? Hoffentlich hast du jetzt endlich mal was gelernt. Ich soll was gelernt haben? Natürlich. Solltest du zufällig mal ein Mädchen heiraten wollen? Ruf mich und Joe, wir werden das Kind schon schaukeln.